Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Schön, dass ihr am Start seid. Das Spiel hat mich hier rausgeschmissen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir genau hier stehen geblieben sind. Notfalls spielen wir halt ein paar Sekunden doppelt. Nee, kommt mal wieder runter, 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 ey. Ah, ihr Idioten. So, alle schnell hier rein. Mal gucken, ob es klappt. Sieht gut aus. Und alle wieder raus und schnell weg hier. Ja, zumindest kommt es mir erstmal nicht bekannt vor. Also ich glaube, das sollte ungefähr passen. 75 Mula haben wir. Das heißt, mehr Leben für mehr Mudokons. Lass mich mal schauen. Die Sache ist, hier ist schon wieder so ein Hundeding und das macht mich extremst nervös, ehrlich gesagt. Ah, ich weiß halt nicht. Wenn ich jetzt hier dran ziehe, ich wette mit euch, die kommen raus. Ah, ich wusste es. Hier oben kann ich halt auch nicht hin, dann kommt er. Irgendwie war mir klar, dass das passiert. Ich weiß auch nicht warum. Ja, gut, also müssen wir uns irgendwie am besten erstmal um die Hunde kümmern. Ja, die Hunde sind echt die nervigsten Tiere im Spiel oder die nervigsten Gegner. So, alle rein mit euch. Das ist ja echt mal richtig easy, hier an dem vorbeizukommen. Es ist halt nur die Frage, was soll ich mit den Hunden machen? Das Einzige, haben wir Nebel? Wir haben Nebelschleier. Ja, die Sache ist, wenn ich hier eine so eine Gepreunato oder so drauf werfe, sterben die, glaube ich, nicht. Einzige, was man halt wirklich probieren könnte, den da oben kriege ich nicht ausgeschalten. Ausgeschaltet. Was habe ich denn? Habe ich einen Nebelschleier da? Ja. Könnten eigentlich nur probieren. Ah, da passen ja wieder nicht alle Mudokons rein. Wenn ich jetzt hier Nebelschleier hinwerf, hier rüber gehe, zu denen sagen, warten, am Hebel ziehen und direkt hier rüber. Dann wieder mitkommen sage, in diesen. Okay, hat funktioniert, cool. War mir nicht sicher, ob die einfach durchrennen, die Hunde. Ja, eigentlich riechen Hunde. Ah. Ach so, nee, die sind jetzt alle in das Dings. Okay. Gut. Hätte ja sein können, dass die uns riechen. Wäre für Hunde ja nicht ungewöhnlich. Ich habe übrigens heute gelesen, dass das Spiel wohl auch vorzeitig beendet werden kann oder wird, wenn man nicht genügend Mudokons rettet. Ich habe jetzt nicht gelesen, wann und ab wie viele und so. Das konnte ich nicht so schnell rausfinden. Finde ich aber komisch, dass es bei mir nicht passiert ist. Also wir sind auf jeden Fall jetzt gerade im letzten Level. Und ja, irgendwie kann das Spiel wohl auch schon vorher beendet, abgebrochen werden, wenn man halt nicht genügend Mudokons rettet. Und eigentlich hätte ich gedacht, dass ich genau da dazu zähle. Aber entweder muss man es dann wirklich so richtig dolle verkacken. Oder wir haben doch irgendwas richtig gemacht. So, das Ding ist runtergefahren. Jetzt ist nur die Frage, komme ich hier... Hier komme ich nicht drüber, ne? Nee. Ich soll schon hier rüber, aber das ist die Frage, was wir mit unserem Mudokons machen. Ich lasse die jetzt erstmal kurz stehen. Komisch, dass wir hier nicht drüber können, aber naja. Ah, ich höre Hunde. Bitte keine Hunde. Jetzt schaffen wir es hier rüber. Hey! Ach, schade. Ich wollte es wenigstens mal probiert haben. So, also das passt. Wo kamen denn die Hunde jetzt her? Hier können wir auch nochmal am Hebel ziehen. Müsste ich aber nicht unbedingt. Mach erstmal diesen. Da kommen wir jetzt nicht mehr hoch. Jetzt ist die Frage, wenn ich hier runterspringe. Gut, das Ding fährt runter. Ich hatte schon Angst, dass ich nicht wieder hochkomme. Kann ich denn hier dran ziehen und ganz schnell wieder hochspringen? Ja, okay, dann passt es. Dann ziehen wir jetzt nochmal hier am Hebel. Und das Ding wird ja auch nur ein Stück runterfahren. Wir haben ja unten an dem Hebel haben wir ja gezogen. Und das Kabel, ich chant mal kurz zum Gucken, geht hier ganz hoch. Kommt es da drüben wieder raus? Weiß ich nicht. Können wir von hier noch nicht genau sehen.
Aber höher fährt das Ding hier nicht. Es ist wahrscheinlich schon wieder so ein richtig billiges Rätsel und ich bin einfach zu doof dafür. Die Sache ist, die fahren ja alle nur ein Stück hoch und ein Stück runter. Na gut, mit dem runterfahren können wir mal gucken, ob es die Mudokons jetzt schaffen. Sieht aber nicht danach aus. Also wieder ein Stück hoch. Gut, das Kabel kommt dann am Ende hier drüben raus. Ach so, ist jetzt Strom drauf. Geht das jetzt? Nee, das war ja das Kabel von Anfang an. Das geht ja so oder so. Damit fahre ich hier wieder hoch. Wir kommen auf das hier drüben raus. Das passt. Ja, wir müssen den hier links irgendwie noch ein Stückchen hochkriegen. Ist halt nur die Frage, wie. Moment. Wenn ich jetzt hier drücke, fahren wir wieder ein Stück runter. Richtig, richtig. Die Dinger haben ja auch zwei so eine... Naja, so eine Dinger hier halt an der Seite. Wenn ich jetzt hier, fährt er ja aber nur runter. Ich muss den ja aber weiter hochkriegen. Ich kann ja hier dran springen. Genau. Und da fährt er auf dieselbe Höhe wieder hoch. Damit komme ich ja definitiv nicht. Oder kriegt man das doch von hier hin mit Rennen? Nee, irgendwie müssen wir mit dem Teil ein Stückchen höher kommen, würde ich sagen. Aber wie? Der Hebel fährt ja auch nur das Ding. Wenn ich das runterfahre, komme ich... Ah, alles klar. Entschuldigung. Ist alles mit einem Seil verbunden. Das andere muss tiefer sein, damit das letzte höher kommt. So, dann fahren wir einmal hier hinter. Huch, das wollte ich nicht. Der Balken oben ist schon wieder, der macht mir Angst. Ich glaube, von hier kommen die Hunde irgendwo her. Achso, hier unten. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe nach rechts geguckt. Irgendeinen Hebel müssen wir ziehen, dann kommen die raus. Gucken nochmal ganz kurz die Schließfächer hier oben durch. Da gab's Mula. Nimm doch den mittleren, bitte. Nochmal Mula. Mula. Sind das eigentlich die Schließfächer von den Arbeitern, also von den Mudokons? Dann beklauen wir ja eigentlich unsere eigenen Homies. Wir haben euch das Leben gerettet, aber dafür brauchen wir Schutzgeld. Aber jetzt ist die Frage... Was passiert, wenn ich da unten durchlaufe? Dann geht wahrscheinlich die Klappe hier auf. Das heißt, ich würde einfach mal vorsichtshalber ganz gerne hier einen Nebelschleier platzieren. Ah, das klappt natürlich nicht. Hier rechts sind keine Hunde drin, oder? Hört's, also ich höre welche, aber ich sehe keine. Wir machen trotzdem mal noch einen Nebelschleier hier hin. Ich denke, das ist eigentlich soweit eine ganz gute Variante, oder? Jetzt sind wir erstmal sicher vor denen. Das war ja easy. Und jetzt müssen wir mal schauen. Wann dreht der sich rum? Haben wir eigentlich genügend Zeit, um mal zu den Schließfächern zu laufen. Hunde flippen völlig aus. Wie weit kommt denn der vor? Wir hätten bei den Kisten stehen bleiben können. Okay, dann machen wir uns die Kisten noch auf. Was gibt's hier? Alles Gebräuflaschen. Nee, Nebelschleier und Fitziboom. Haben wir schon mal einen Fitziboom auf den geworfen? Gott, jetzt hatte ich gerade Angst, dass die Hunde doch irgendwie durchkommen. Ich glaube auch ein Fitziboom hat nichts. Ach komm, wir probieren das mal noch. Ich wollte es eigentlich einfach nur mal gerne wissen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir es schon gemacht haben. Okay, bringt gar nichts. Alles klar. Also bei dem kann man wirklich nur ausweichen. Alles andere ist keine Lösung. Fahrstuhl an. Und wir fahren wieder hoch. Ah, jetzt sind wir hier hinten rausgekommen. Jetzt können wir die Tür aufmachen und mit dem Mudokons weiter. Sehr gut. Den Schalter muss ich nicht nochmal drücken. Ihr kommt alle mit. Kommt hier noch ein Checkpoint gleich? Ja, da vorne. Sonst hätte ich den alten nochmal genommen, der da links war. So, 4 Stück, dann kriegen wir wieder Skurul.
Nee, Schrückhuhl, Entschuldigung. Überall Mula. Was ist, wenn das die Schließfächer von denen hier sind? Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl dabei, die auszuräumen. Gebräuflasche, Mula. Und nochmal Mula. Und ihr kommt wieder nicht hoch? Das ist euch echt... Das ist euch zu hoch? Super. Naja gut, dann wartet halt. Nur die Frage, wie wir die wegkriegen. Also, in so ein Portal rein. Weil es sieht irgendwie gerade nicht so aus, als würden wir wieder zurückkommen. Das Portal vorne hat ja leider nur 4 aufgenommen. Hä? Ist das nochmal da? Kann man da nochmal welche reinwerfen? Ich guck bloß mal ganz schnell. Ach so, wir hätten nochmal. Okay, Entschuldigung. Hoffentlich sind wir nicht wieder weit genug. Ja, zu weit weg, so rum. Nee, passt, wir haben... Ach, einer war natürlich zu weit weg. 19, also mit dem 20 von 25 Mudokons gerettet. Das ist okay, würde ich sagen. Ich habe schon lange nicht mehr Apes Package gesehen. Ich hoffe mal, wir sind auf dem richtigen Weg. Also, ja, werden wir sein, weil anders lässt das Spiel das ja nicht zu. Ah, schon wieder Scharfschützen. Okay, was kommt jetzt hier Schönes? Eine Leiter. Oh Gott, das kann man irgendwie voll schwer einschätzen. Aber eigentlich müssen wir wahrscheinlich nur gerade zulaufen und es klappt genau. Okay, na, das war ja easy. Ah, lauf, 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 lauf. Ja. Passt. Der nächste Checkpoint. Sieht geil aus hier, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was ich... Ah, hier ist noch eine Leiter. Aber mit Scharfschützen diesmal. Gut, der eine... Der... Ja, wir können vorbei. Wir hatten ja zum Glück direkt einen Checkpoint. Geht weg. Danke. Also ist nicht so schlimm, wenn wir sterben sollten. Wann geht denn der mal weg hier oben? Geh weg. Schaffen wir den noch mit durchlaufen? Zieh, 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 zieh. Nein! Ach, wie schade. Es lief so gut. Da wollte ich wieder zu schnell sein und es mit einem Rutsch schaffen. So, der erste ist easy. Der zweite prinzipiell auch. Beim dritten müssen wir mal ein Sekündchen warten und beim vierten dann halt auch nochmal. Oh, der war jetzt aber schneller weg als vorhin. Ja, super. Okay, doch nicht so easy. Na. So, zweiter war easy. Jetzt müssen wir wieder warten. Der geht irgendwie nur ganz, ganz kurz rüber. Kommt direkt wieder zurück. Ach, komm schon. Darf ich jetzt dran vorbei? Ich glaube nicht, oder? Sag mal. Jetzt? Ja, jetzt darf ich vorbei. Aber jetzt kommt der hier drüben halt wieder rüber. Also müssen wir den noch abwarten. Dann sollten wir es ja geschafft haben. Na, geh weg. Komm schon, geh rüber. Jetzt. Lauf, lauf, lauf. Jawohl, wir haben es geschafft. Dafür, dass der kleine Ape eigentlich Höhenangst hat. Das sieht man immer, wenn man genau diesen hier macht, zu so einer Kante hin. Oh Gott, und kein Checkpoint davor. Aber es ist easy. Dafür traut er sich ja ganz schön viel zu. Das ist ja mal eine richtig schlechte Kameraperspektive für sowas. Kann ich jetzt einfach nach unten drücken und links? Ich hoffe,
Ja, okay. Rüber. Rüber. Doppelsprung. Oh oh. Rüber und rüber. Okay, wir haben es hingekriegt. Oh nein, was ist denn das? Das ist ja ekelhaft. Irgendwo hinspringen, wo man nicht mehr die Kante sieht. Wirkt den Zutatenbehälter am Frachtkran. Ach so, das ist hier oben ja schon der Kran. Entschuldigung, macht Sinn. Wir sind ja extremst hochgeklettert. Da stand ich gerade mal wieder ein bisschen auf der Leitung. Ich will nicht irgendwo hinlaufen, wo ich nichts sehe. Ich höre bestimmt gleich Hunde bellen und bin tot. Das sieht aus wie so ein Slick, der Kran, ne? Irgendwie ist schon cool gemacht. Ach du Scheiße. Ey, was soll denn der Quatsch? Ach du Scheiße. Ich darf auch nicht chanten, ich darf nix. Ui. Ah ja, jetzt kommen hier die nächsten raus, geil. Okay, also es ist irgendwie ein bisschen auf Beeilung ausgelegt, würde ich sagen. Darf ich hier chanten? Bitte chanten. Nein. Ach verdammt, Entschuldigung. Ich habe nicht mit so einem Stress jetzt auf einmal gerechnet. Also wir müssen eigentlich am besten direkt enchanten, den Typen. Kommen da unendlich raus? Nee, ne? Nee. Nein! Jetzt. So, nur zwei. Dann haben wir Ruhe. Erstmal in Angst vorzulassen, gar kein Problem. Hätte ich in dem Moment genauso getan. Hä? Wie ist denn das passiert? Och nö, Entschuldigung. Ich wollte halt gucken, ob wir noch eine Etage tiefer können, weil das ja so aussieht an der Seite, wie so eine Plattform zum dranhangeln, aber der hat sich ja nicht mal an der hier festgehalten. Ich wollte nur ein Stück rüberlaufen und gucken, ob der sich festhält, dass wir eins runter können. Gut, wir lassen das. Ui, zwei Furze ineinander. Da gab es das ordentliches zum Mittag. Noch einer. Uiuiui. Das waren auf jeden Fall Linsen mit Bohnen. Und noch irgendwas sehr Blähendes. So, wir sind, glaube ich. Das hier müsste Apes Package sein. Oh oh. Oh nee. Ich chant schon mal. So, einen haben wir. Damit sollten wir erstmal relativ safe sein. Da links kommt so ein Scheißding an. Rechts auch. Oh Gott, rechts sogar zwei. Drei. Es ist halt die Frage, wo kommen sie zuerst raus? Hier drüben kommen sie zuerst raus. Was? Der hält mehr als eine Rakete aus. Willst du mich verarschen? Nein. Jetzt sind wir tot. 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 Ach. Mann, warum hält denn der mehr als so eine Rakete aus? Weil wir sind direkt nach der ersten Rakete tot. Den macht das gefühlt gar nichts aus. Hat einmal einen kleinen Zehennagel abgebrochen und weiter geht's. Na, jetzt haben wir den nur betäubt. Das war ein bisschen doof. Obwohl es eigentlich auch schlau sein könnte. Ich finde den mit dem Raketenwerfer ziemlich scheiße. Wenn ich mit denen jetzt kralle, kommt der hier mit? Ja, das ist doch gut. Da haben wir jetzt einen mit der Shotgun. Ja, die macht mehr Sinn bei der ganzen Geschichte hier. Cool. Nein, ich muss mich opfern. Anders ging's nicht. Also ich musste den Slick opfern, um Abe zu schützen. Ist ja aber auch immer so lange braucht, bis diese Chantkugel da ist. Das ist halt echt... Puh. Wieder zwei. Nein. Nein. Oh Gott. Wie schwer soll denn das bitte werden? Und warum halten die so viel aus? Na, mal gucken, wie viele Versuche wir brauchen. Folge ist leider gleich schon wieder rum. Ach so, genau. Jetzt darf ich den aber nicht platzen lassen, sondern nur so betäuben. Genau. Das ist die Frage. Kann ich hier vorher irgendwie ordentlich Nebelschleier werfen? Kriegen wir Nebelschleier Deluxe hin? Leider nicht. Wir kriegen nur Nebelschleier hin. Wie lange haben wir noch? Der ist gleich wieder da oben. Müssen erstmal wieder hin. Müssen den nochmal ganz kurz betäuben. Nein! Hä, warum kommt denn der jetzt hier drüben schon? Ja, wir sind tot. Ach, Leute. Das ist echt kompliziert. Wir müssen leider erstmal ein Folgenende machen an der Stelle. Ich hoffe mal, wir kriegen das nächste Folge ein bisschen besser hin. Wir können nochmal zugucken, wie der kleine Ape stirbt. Und dann sehen wir uns morgen 12 Uhr wieder. Bis dahin. Macht's gut.